JJ hier, Fastentag Nummer 4 meiner zweiten Fastenperiode. Es ist jetzt schon 8:30 am Abend. Jetzt bin ich müde, ich hatte den ganzen Tag keinen Hunger, ich hatte enorm viel Energie und wie schon in meiner ersten Fastenperiode Anfang März, ja fast schon aufgedreht, überdreht, aufgewühlt, es rennt. Sehr viel gearbeitet heute, war leider nicht draußen. Das Wetter wurde auch später erst ein bisschen schön, es war sehr bewölkt. Gegessen habe ich heute, ich hatte wie gesagt überhaupt keinen Hunger, das klappt super gut jetzt am vierten Tag. Gegessen habe ich nur eine Gemüsesuppe mit Kaffeeol, also Brühe mit Rosenkohl drinnen und Miso-Paste habe ich reingegeben. Sonst war da heute gar nichts drinnen. Ich hatte glaube ich zwei Datteln, drei Datteln, eine Trockenfeige, sehr sehr viel Tee wieder. Ich habe heute aber auch immer wieder ganz wenig, so einen halben Löffel Honig reingegeben in den Tee, in die Kräutertee, so, also werden es eineinhalb Teelöffel gewesen sein, insgesamt Honig. Das macht mir jetzt von den Kohlenhydraten überhaupt keine Sorge, auch mit den Trockenfrüchten, das ist alles noch in einem guten Bereich. Ich werde vielleicht heute am Abend vorm Schlafen noch Datteln essen. Ich bin jetzt wirklich müde schon, ich habe viel gearbeitet, ich werde morgen wird es ziemlich kühl werden, möchte aber auf jeden Fall an die frische Luft eine kleine Wanderung machen. Ich habe sehr viel Ballaststoffe, Flohsamenschalen heute glaube ich, ja, Flohsamenschalen. Ich hatte Dinkelkleie noch, ja, und wie gesagt sehr viel getrunken. Ich werde jetzt zum Glück müde, ich habe keinen Heißhunger, ich würde jetzt gerne einfach so das Prinzip glaube ich gern was essen. Weil da würde ich sicher sehr gut schlafen. Ich überlege jetzt noch ein bisschen Stretching zu machen. Je nachdem. Wenn ich jetzt wirklich sehr müde und immer müder werde, gehe ich gleich schlafen. Verschiebe das Stretching noch, aber das schaue ich mir jetzt an. Mehr habe ich heute nicht zu berichten, außer dass es wirklich gut klappt. Und ja, schauen wir mal. Ich habe mich dann mal kurz nochmal gewogen. So wie ich vermutet habe, also da passiert jetzt nicht so viel mit dem Gewicht wie bei der ersten Phase. Ich schätze, ich habe jetzt 3 bis 4 maximal Kilo verloren seit Beginn, also 4 Tage. Da ist jetzt wirklich nicht allzu viel. Ich glaube, da wird nicht viel passieren mehr. Ich habe nächste Woche ein paar Termine, da bin ich gespannt, wie es mir dabei geht. Und ja, der Effekt ist spürbar, weil du eben diese Energie hast, du bist irgendwie gepusht. Auch im Kopf weißt du, was du tust und das ist wirklich toll. Ich denke mir jetzt, die nächsten Tage wird es noch gehen, aber nächste Woche wird der Hunger kommen und dieses Hungergefühl und dieses Bedürfnis, was zu essen. Ich schau mal, wie es so wird, aber ich kann ja nächste Woche, es ist ja Ende nächster Woche, könnte ich dann, je nachdem wie ich drauf bin, wieder essen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich es mache und ja, so viel zum Tag 4 und ich gehe jetzt entweder schlafen oder mache noch Stretching. Fertig.